Vor genau 173 Jahren, im Jahr 1851, gründete sich in Tübingen das Unternehmen Erbe Elektromedizin. Über die Jahre konnte sich das Familienunternehmen etablieren und hat inzwischen Standorte auf der ganzen Welt. Wie sich das Unternehmen entwickelt hat und wie dort gearbeitet wird, das hat sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Freitag am Tübinger Hauptstandort zeigen lassen. Per Handschlag begrüßte Erbe-Geschäftsführer Christian O. Erbe den Landeschef am Freitagnachmittag. Am Hauptstandort, der über die Jahre immer wieder ausgebaut worden war, ging es für Kretschmann dann auch direkt ins sogenannte Erbe-Museum, wo er einen Einblick in die 173-jährige Unternehmensgeschichte bekam. Der Ministerpräsident erkannte beim Rundgang vor allem viel Heimatverbundenheit. Da ist ein klassisches schwäbisches Familienunternehmen, nicht wie wir sie viele im Land haben, nicht mit einer ganz langen Tradition. Und man sieht, die Spur des Erfolges ist immer Innovation. Ja? Aber auch Nachhaltigkeit, nicht, weil das Unternehmen ist ja bestrebt, das an die nächste Generation weiterzugeben. Die nächste Generation ist ein gutes Stichwort, denn die Führung durch das Museum übernahmen 4 duale Hochschulstudenten, die aktuell ihr Studium bei Erbe absolvieren. Von ihnen erfuhr Kretschmann unter anderem, der Name Christian ist bis heute immer wieder auf der Liste der Firmenchefs zu finden. Der einzige, der nicht im Museum auftaucht, ist der aktuelle Geschäftsführer. Der Grund? Er selbst sehe sich noch nicht als Museumsrelikt, so Erbe. Mit der Geschichte seines Unternehmens kennt er sich aber trotzdem aus. Ja, die meisten Fakten wusste ich, das ist schon klar, aber es gibt immer wieder neue Aspekte. Ich meine, die Geschichte ist 173 Jahre alt und lang und da gibt es immer noch Aspekte, die neu sind und vor allem auch Gewichtungen. Denn es ist immer interessant, wenn jemand die Firmengeschichte dann durchgeht, wo er die Akzente setzt und was ihm da drin wichtig erscheint. Die Interpretation der Studierenden finde er spannend, so Erbe. Neben dem Blick auf die Gründer der Firma lag diese natürlich auch auf den entwickelten Geräten. Angefangen beim ersten Probierbrillenkasten, bei dem die Maßhalbdioptrie verwendet wurde, bis hin zu Geräten, die in der Chirurgie verwendet werden. Die Führung den Studenten zu überlassen, war übrigens kein Zufall, denn sie seien die Zukunft des Unternehmens und müssten die Unternehmensgeschichte weiterschreiben. Ebenfalls ein wichtiger Bestandteil eines erfolgreichen Unternehmens sei laut Kretschmann vor allem eines: Innovation. Und auch das ist das, was wir machen im Land, auf Innovation setzen. Und ich bin dem Herrn Erbe auch dankbar, dass er Strategiedialog Gesundheitswirtschaft mitarbeitet, weil wir da zusammenführen Wissenschaft, Wirtschaft und Versorgung. Unter dieser Zusammenführung hoffe man, die Nase in diesem Bereich auch in Zukunft vorn zu behalten, so Kretschmann. Denn nur mit Spitzenproduktionen könne man den Wohlstand des Landes bewahren. Doch bei Erbe gäbe es neben dem Wirtschaftsfaktor noch einen weiteren Aspekt, der für die Firma spreche. Ich meine, letztlich ist dieser Sinn des Unternehmens, den Patienten zu dienen. Das darf man nicht vergessen. Nicht? Da muss es zum Schluss landen. Nicht? Und ich denke, das ist eine ganz große, auch sehr motivierende Aufgabe. Deswegen bin ich auch sicher, dass solche Unternehmen auch die notwendigen Fachkräfte gewinnen. Weil wenn man in so ein Unternehmen geht, sieht man direkt den Sinn seiner Arbeit nicht. Dieser sei es, Patienten zu helfen, wieder gesund zu werden oder es zu bleiben, so Kretschmann. Wie das in Zukunft gelingen soll, das bekam der Landeschef dann auch noch gezeigt, denn für ihn ging es im Anschluss noch weiter in den Forschungsbereich.